Widerlich. Das ist widerlich. Guckt euch das an, da läuft das. Ich gebe alles, ey. Ich gebe einfach alles. Ist schon alles raus, ne? Das gute Zeug, ey. Ja, ist nur noch matschige Haut. Komplett tot. Ja. Einfach mal so ein Dreieck. Vielleicht hast du irgendwie gar nicht mehr so hübsche Füße. Aber auch nur da, wo das Tape war, ne? Knie ist auch schon bandagiert. Vielleicht klappt das. Ich werde nochmal einen Moment mit weitergehen. No pain, no gain. So ein Dreck. Wo ist das Ding? Bada bing, bada boom. Also ich gebe echt alles, Leute. Ich habe, glaube ich, 6, 7 Blasen an den Füßen. Und mein Knie ist völlig hinüber. Ich habe jetzt eine Voltaren drinne und eine, ne, verschreibungspflichtige Ibo. Ja, verschreibungspflichtige Voltaren und eine Ibo. Und außerdem haben wir sehr gut geschlafen, das haben wir noch gar nicht erzählt. Ja, die Nacht war echt gut. Wir haben verschlafen. Bis ja. 8:30 haben wir durchgehend knackt. Das war krass. So, jetzt soll ich jetzt hier unter auch nochmal gucken. Guck mal hier, die kleben halt zusammen, ne, die Zehen. Guck mal. Das lasse ich aber so, wie es ist, glaube ich. Und hier unter... Einfach mal richtig hässlich. Ist auch echt widerlich. Meinst du, ich soll das abmachen hier? Wie fühlt sich das denn an? Ich weiß nicht. Könnte sein, dass da was unter ist. Aber ich kann es auch drauf lassen. Du machst das einfach vernünftig nochmal. Oh, das ist echt wild, Alter. Ah, yeah. Das ist echt widerlich. Content... Ab 18, Leute. Einfach mal. Aber es gibt nicht nur schöne Seiten beim Wandern. Das weiß ich bestimmt, weil die Haut nicht atmen konnte. Ja. Und Schwitzewasser unter dem Kleber war. Hier ist eine kleine. Das hast du bei der ersten auch gesagt. Ja, aber ich... Und jetzt ist die riesig. Alter, die Füße sind völlig aufgebumst, Mann. Ja. Wenn ich 48 Gramm... Wir geben alles. Brocken ist das Ziel für heute. Stückchen über den Brocken rüber. Das Wetter geht eigentlich durch. Es hat die ganze Nacht geregnet. Ja, die Hütte hat uns echt den Arsch gerettet. Sonst hätten wir irgendwie mit dem Tarp draußen pennen müssen. So, Leute, Sachen sind gepackt. Tim versucht jetzt noch mal ein bisschen mit den Stöckern hier. Das Knie ist verbunden. Die Füße, ich habe keine Ahnung, wie viele Blasenpflaster an den Füßen. Jetzt versuchen wir das mit den Stöckern noch mal. Mir tut das so weh. Jetzt, also so, jetzt ohne Rucksack. Ich habe Ivo drin, ich habe Voltaren drin. Und jetzt kommt der Rucksack. Und jetzt, habe ich schon gesagt, fliegt mir gleich die Kniescheibe raus. Dann landet da vorne in den Bach irgendwo. Ich kann nichts versprechen, Leute. Zur Not läuft Zeit alles alleine. Wir denken uns irgendeine Scheiße aus. Wir gucken, was passiert. Ich werde das jetzt hier vorne gleich schon wissen. Ja. Bei diesen Treppen da. 3 Kilometer müssen wir so oder so. Entweder gehen wir... Geht Tim 3 Kilometer zurück. Ja, ich komme jetzt erstmal noch mit. Zum Restaurant oder er geht 3 Kilometer weiter, da kommt nachher noch eine Straße. Guck mal hin, geil. Da kann er dann zur Not ein Taxi rufen. Ja, das wollen wir natürlich nicht, aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Seid mir nicht böse, alles vergeben, mehr geht nicht. Oh, hier oben tut weh, ne? Halt einfach ja. Anfänger, ne? Bei dir auch? Ja, Becken tut mir auch weh, aber mal gucken. Da so, wir machen uns auf den Weg und dann gucken wir mal. So, Tim, hier kannst du eine Entscheidung treffen. Entweder gehst du da runter in das Dorf da hinten oder noch weiter hoch. Ich bin nicht hierher gekommen, um zu brechen, Alter. Mir tut alles weh. Wir gehen weiter. Nochmal, meinst du? Tim zieht durch, ey. Er zieht durch. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Der alte Mann mit seinem Stock. Oh Mann, ey. Wir müssen ja, ich will auch die... Zweite Vagina der Hexe. Von der Geschichte, die du erzählt hast. Die zweite Vagina, die gibt's nur bei 100 Kilometern. Wenn du die Wahl hättest, ne? Du musst dich für irgendwas entscheiden, ansonsten wirst du erschossen. Würdest du lieber mit der hässlichsten Frau oder dem schönsten Mann der Welt schlafen? Voll einfach. Ja. Echt? Die hässlichste Frau oder der schönste Mann? Was meinst du, wie die aussieht? Egal. Ich weiß es nicht. Es kommt ganz drauf an. Die andere Frage kennst du schon, ne? Hast du da auch eine Antwort drauf? Die Frage lautet, auch an euch da draußen, wenn eure Freundin und eure Mutter Körpertausch
machen würden. Und ihr müsstet mit einer von beiden Geschlechtsverkehr haben. Mit wem würdet ihr schlafen? So, erzähl mal. So gemein, Alter. Ist schwierig, ne? Beide Scheiße. Aber wenn ich wirklich muss, ich glaube, ich würde den Körper meiner Mutter nehmen und mit meiner Freundin drin. Echt, ne? Ich glaube, ich würde auch. Du könntest deiner Mutter nie wieder unter die Augen treten, wenn der Geist da drin... Ja, aber wenn du, weißt du, wenn du das andersrum machen würdest. Ja. Ja, das ist eine der schwierigen Entscheidungen, die man im Leben zu treffen hat, Freunde. Ja, also, du sagst, mit dem Körper deiner Mutter, dem Geist deiner Freundin. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat gesagt, scheiß drauf, ich bumse einfach mit beiden. Das fand ich auch witzig. Die alte Drecksau. Ich bin immer noch am Start übrigens. Was soll ich machen? Kann ja nicht aufgeben. Wir haben das jetzt so groß angepriesen hier. Ihr Leute wollt was sehen da draußen. Wir Wild Boys on Tour. Ich mach so lange, wie ich kann. Bis mir die Kniescheibe zerbröselt. Ich weiß gar nicht, ob ihr was hört oder ob das hier einfach alles schon zu windig ist. Da wäre mein Safe Place gewesen. Scheiß drauf. Und schon wieder, wie soll es auch anders sein, ist einfach alles tot, Leute. Alles ist tot. Elefantenfriedhof. Gleich kommt Mufasa hier oben und sagt, wir sollen uns erinnern. Erinnere dich. Erinnere dich. So, nächste Straße haben wir erreicht. Und Tim, wie sieht's aus? Wann kommt die nächste Chance? Ungefähr 7 nochmal. Torfhaus. Beinhart wie ein Rocke. Ist das eine Bushaltestelle hier? Ja, es war mal eine. Ich kann dir mitteilen, aber für 9. Dezember 2012 wird diese Haltestelle nicht mehr bedient. Ja, seit 2012 einfach mal out of order. Tim sagt, das geht noch. Die Füße jetzt, das wechselt sich immer ab. Es geht einfach noch. Einfach mal sehr weit, das Ganze. Musik wäre jetzt ganz cool. Oh, leider nicht mit. Sie furzt? Ich furz nicht. Das habe ich vorhin schon. Das habe ich in der Nacht schon in der Hütte gemacht. Ja. Ich? Hast du gar nicht gemerkt, ne? Was meinst du, warum du so gut? Was meinst du, warum du so gut schlafen konntest heute Nacht? Ich habe die ganze Hütte voll gefurzt. Ja, bei mir Update: Ich habe Füße sind völlig okay. Aber die Hüfte, ne? Die tut ein bisschen weh von den. Das sind die alten Schuhe, Leute. Sorry, dass ich da reingrätsche, aber die machen mein Leben einfach kaputt. Das wäre auch krass gewesen, wenn er mit den Sachen 100 Kilometer läuft. Ich versuche irgendwie mich noch auf den Brocken zu krebsen heute. Und dann schauen wir mal, ob ich dann einen Abflug mache. Was nimmst du das nächste Mal mit, Tim, wenn wir wieder hier sind? Nochmal die gleichen Schuhe? Was? Nochmal die gleichen Schuhe, gleicher Rucksack? Die Einlagen, die du im Kofferraum liegen gelassen hast. Die guten? Nächstes Mal. Ich habe neue Einlagen reingemacht. Ja, die sind schön weich. Das ist dann die Zeit, die ich abends im Bett verbracht habe. Informationen sammeln, während Tim mit irgendwelchen Leuten geschrieben hat. Alles habe ich gemacht. Aber das Wichtigste sind Schuhe. Ja, habe ich ja. Wenn die Schuhe nicht passen. Passen ja. Ja, sie passen von der Größe her, aber die sind ja nicht umsonst günstig. Schuhe und Rucksack, das Wichtigste, würde ich jetzt mal sagen. Meine Füße explodieren gleich. Das sage ich in jedem Video, aber es ist einfach so. Oh, mein Knie, oh shit. Wir haben fast 10 Kilometer heute geschafft, trotz all der Scheiße bei mir. Ihm geht's blendend, wie auch immer er das gemacht hat. Ich habe den billigen Rucksack, er hat den geilen Rucksack. Ich habe die billigen 20 Euro Aldi Schuhe, Nova Saifir. Fuck, ey. Oh, Kacke, ey. Jeder Schritt tut weh. Hau doch einfach ab, der Pisser. Warte doch mal. Ich komme hier doch nicht hoch. Ich bin doch behämmert, Alter. Muss mir doch auch mal helfen. Als mein Partner in Crime. Ich kann dir den Rucksack abnehmen, wenn du willst. Ach, als ob. Das sagt er nur, weil die Kamera an ist. Heute Morgen wollte er nicht mal eine Flasche Y-Food nehmen, weil ihm die zu schwer war. Können wir jetzt nicht nach links gehen, damit wir wieder auf den Track kommen? Das ist so crazy, Alter. Wir sind einfach im absoluten Nirgendwo. Ein Schritt nach dem anderen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt gerade nur geht mit dem Knie, weil ich auf Ibo bin und Voltaren. Ein bisschen Schiss, dass mir heute Nacht die Kniescheibe rausfliegt. Wenn die Schmerztabletten nachlassen. Wenigstens zum Brocken hoch, Leute. Da schleppe ich mich noch hin. Was danach passiert, das weiß nur Gott. Und dann schauen wir mal. Aber da muss ich hin.
Knie hin oder her, Blasen hin oder her. Ich wusste das, dass ich die Monsterblasen kriege, weil das immer so ist. Ich war noch nie wandern, aber wenn man längere Zeit unterwegs ist, ist das immer so. Waldbus, Waldbus! Das ist so lustig. Du musst stark sein. Guck mal, wie das hier aussieht. Guck mal, wie das hier aussieht, Alter. Jurassic Park. Ja, kommt hier der Flugsaurier. Kacken. Ich nehm das dokumentarisch auf. Das wird die erste Wurst in Freiheit sein. So, die Wurst der Hoffnung. Was haben wir denn hier? Oberharzer Wasserregal. Wo willst du reinkommen? Da ist das ja ein Scheißhaus und dann fällt das einfach unten durch. Ja. Und wird dann einfach abgespült. Das ist echt crazy hier, Leute. Jetzt bräuchte ich ein Skateboard, dann könnten wir das schön runter grinden. Wir müssen abbrechen, da kommen wir nicht durch. Hier ist Ende. Quatsch, Mann. Doch, Abbruch. Warum? Da kommen wir nicht durch, Hindernis. Das ist zu groß. Wenn hier einer abbrecht, dann will ich das. Seidler wird das sowas von rocken. Ich werde durchlaufen, Mann. Für euch will ich das machen. Das wird dein Thumbnail, Alter. Die Reise geht alleine weiter. Scheiß auf Tim. Den Blasenkönig. Der Wichser. Wir sind wieder die geilen Steine. Die geilen Steine? Das ist alles locker, ne? Wir sind die geilen Steine. Nimm dir doch einen mit. Zur Erinnerung. Kannst du einen Aquarienladen kaufen. Machst du dir eine Halskette draus? Ja, guck mal hier. Was ist denn los? Wie geil ist das denn? Das ist ein Stuhl, ne? Das ist einfach mal ein Stuhl, Alter. Mein fetter Arsch passt da nicht rein. Sieht richtig gemütlich aus. Nee, mein Arsch passt da nicht rein. Der ist einfach zu fett. Oh, das sieht hier echt urzeitmäßig. Ich finde das geil. Endzeitstimmung. Hier würde ich leben. Hier hast du Wasser. Musst du aufpassen, dass hier nichts runterfällt jetzt. Jetzt sind wir wie diese eine Heini. Hey, wer war das? Wer denn hier sich die Arbeit und... Na gut, das war eine Kettensäge wahrscheinlich. Dann geht's. Okay. Ich geh vor. Ich bin langsamer wie du. Du rennst die ganze Zeit weg. Ja, ich muss. Guck mal hier, sind hier 10 Kilometer. Da können wir hier kurz chillen. Der einzige Ansporn, so schnell zu gehen, ist, dass ich nicht noch eine Nacht länger hier draußen bleibe. Ja, aber warum denn nicht? Weiß ich nicht, weil ich froh bin, wenn ich hier durch bin. Ja, und da bin ich ihm scheißegal. Ich sag, komm, lass doch einen Tag länger machen, dann schaffe ich das vielleicht auch. Nee, ich will vor dem Tag wieder zu Hause sein. Fangen wir schon an, uns zu dessen hier. Guck ihn mir an. Nee. Ist noch nicht. Weiter, sieh zu. Dafür, dass du ein kaputtes Knie hast, bist du echt weit gekommen, muss ich sagen. Das sagt er jetzt auch nur, weil die Kamera an ist. Nee. Torfhaus. Mittlerweile ist weniger das Knie schon wieder. Ich glaube, das ist. Ihr seht den Weg hier, ey. Das ist nicht einfach nur gerade. Einfach betäubt. Mit kaputten Knien. Sondern die Füße. Ich will gleich nochmal ein paar dicke Wollsocken anziehen. Vielleicht bringt das was. Boah, jetzt gehen wir voll runter wieder. So sicher ist, dass das der richtige Weg ist. Da brauchen wir safe ein Seil, ey. Da und dann können wir alles wieder hochlatschen. Alter, weißt du, wie krass geil das ist? Guck mal hier. Ich halte die Kamera rauf. Also ich bin dafür, wir schmeißen die Rucksäcke runter. Ach Quatsch, Mann. Schmeißen die Rucksäcke runter. Ja, dann ist das nicht so schwer. Ich geh das an. Das ist die Hölle hier fürs Knie, ne? Hier ist wahrscheinlich auch Wasser. Wenn nachher viel regnet, dann knallt hier das ganze Wasser. Ja. Und pass bloß auf, dass du hier keinen Abgang machst. Ja, wenn mir jetzt das Knie auseinanderfliegt, ich muss echt aufhören, so viel rumzuheulen, Leute. Tut mir leid, aber... Soll ich das aufnehmen, falls du hinfällst? Nee. Dann haben die Leute was zu lachen. Ich will deinen Sturz aufnehmen. Paddy hat noch gesagt, nimm das Paracord mit. Was ist, wenn dein Kollege die Klippe runterfliegt? Ich sag, was für eine Klippe, Mann. Ja, die Klippe. Boah, an der, wo wir jetzt sind hier. Ach, Scheiße. Runter, ob das hier so sein soll oder ob das hier erst seit 3 Tagen so aussieht, das ist ja crazy. Das ist, aber das müssen wir alles wieder hoch. Oh shit, ey. Sieht aus wie bei Fred Feuerstein. Ich muss hier mal das Ding weg. Alter Schwede. Guckt euch das an. Boah, das ist schon mies, gefährlich. Das geht direkt runter hier. Ich bin mir nicht so... Aua! Da müssen wir lang.
Ich will hier mal filmen. Wie kann ich das an, Alter? Wir sind einfach tot. Und wir stürzen 1000 Meter. Aber wieso müssen wir hier wieder runter? Zeig mal deine Karte. Warte, ich komme mal. Den Leuten mal zeigen, dass wir hier wirklich auf dem richtigen Dings sind. Kann man das sehen? Doch nicht. Das ist einfach zu spannend hier. Wollen wir hier mal was runterwerfen? Oh, jetzt soll ich hier keinen Stein aus der Wand ziehen. Aber ich will das. Ich will das. Hier, da ist er. Den nehmen wir. Oh. Der fliegt wahrscheinlich nicht weit, aber ich muss das hier mal machen. Oder da runter. Ne, hier, ne? Ja. Ja. Der Boden. Wow. Hi. Wenn da jetzt Leute unten stehen, ne? Am Hang, meinst du? Da, wo die ganzen kaputten Baumstämme auf 7:30 hängen? Da haben die selber Schuld. Wahrscheinlich zeigen die mich jetzt an hier, die Zuschauer. Oh, ist das crazy. Ja, natürlich ist das geil. Alter, hier geht's einfach runter. Oh, das war der gefährliche Wildpups. Oh, shit. Ist hingefallen? Abgerutscht. Und viel kaputt. Das sowieso schon seit gestern. Oh, halt mal die Kamera. Jetzt hat's reingeschossen ins Knie. Ja, du kannst hier nicht aufhören. Geht schon. Wir müssen. Jetzt hier auf. Das geht nicht. Hier auf. Nein. Ich stopp, ich mach nicht mehr mit. Ich hol mich raus. Ich drück den Knopf. Das ist wieder genau die Scheiße. Tim ist komplett zerstört. Das war's jetzt wieder. Das war's jetzt. Die ganze Zeit war okay. Das hat jetzt wieder geknallt. Der Weg ist einfach heftig. Der Weg ist einfach heftig. Ist ja eigentlich klar, dass wir das alles wieder hochlaufen können? Das müssen wir irgendwann wieder hoch, ja. Boah, das sieht aus wie so ein geisteskranker Mann, der da irgendwo aus dem Wald kommt, ey. Das tut echt weh. Oh, wow. Ich hab die Chancen verpasst, hier irgendwie auszusteigen heute. Ich ja. Jetzt du hättest nur 13, du wärst jetzt schon oh, beim Auto. Oh, ich kann das Knie einfach nicht beugen, Alter. Oh. Ich glaube, da kommt gleich der Hubschrauber für Tim. Weil hier kommt niemand hin. Niemand. Selbst die Bergretter können hier mit der Trage nicht hoch. Wenn du gleich sagst, das war der falsche Weg, wir müssen wieder hoch, ne? Wie der falsche Weg? Scheiße, wir sind echt falsch. Hä? Das wäre echt, das wäre echt. So, warte mal kurz. Ist das Baumrinde, wow. Ja, ich will dir was zeigen. Aber ich muss weiter, da vorne ist Wasser. Warte doch mal. Ich stehe hier mitten auf der Schräge. Oh nein. Jetzt film mal hier. Was ist das? Da sieht man mal, wie der Borkenkäfer arbeitet, der hier den ganzen Wald kaputt macht. Außen alles Chico, aber zieht euch das rein. Dann steckt die Rinde und der Baum. Mein Freund, der Baum ist tot. Oh, es ist vorbei. Ey, heftig. Hier, normaler Weg. Jetzt können wir auch gleich mal Pause machen. Ja. Guck mal, wir können auch einmal durch den Tunnel gehen. Da ist sogar eine Tür offen. Ich glaube, da lebt eben jemand. Die Tür ist auf. Aquaman wohnt da. Aquaman, scheiße, Mann. Da müssen Batman Bescheid sagen. Was macht der da? Hier rausholen. Ja. Ja. Der ist der Einzige, der Aquaman besiegen kann. Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich mal ein bisschen langsamer machen. Noch langsamer? Hä? Wie langsam wollen wir gehen? Ja, so, dass ich hinterher komme. Das ist nämlich schlecht. Mein Leidensweg. Dein Leid ist des Zuschauers Glück. Ab Folge 3 Alter, bin guck mal, raus. Die sind da hinten mit den Hunden darüber gelaufen. Ey, wir sind einfach ein paar Kacknoobs, Alter. Hier laufen Leute lang. Die sind gefühlt 80. Und die laufen hier einfach. Wir haben auch 70 Kilometer. Aber wir machen das auch zum ersten Mal, Alter. First try. Ja, stimmt. Das ist einfach zu doll. Wir sind auch voll dumm. Wir hätten eigentlich mit 20 oder so mal anfangen sollen. Oh. Naja, das kommt noch. Kommt Zeit, kommt Rat. Wir schreiten zur Tat. Alter, da können wir ein Lied draus machen.
vor uns, ist ja klar, ne? Ich muss das wieder alleine machen, Alter. Ich will aber auch nicht abbrechen. Zumindest bin ich in der zweiten Folge noch dabei. In der zweiten Folge bist du noch dabei, ja. Das sind einfach die Schuhe auch mit, ne? Was? Die Schuhe, denke ich mal. Die Schuhe sind der Killer. Bei mir? Ja. Einfach überlastet, zu viel Gewicht auf dem Rücken. Obwohl du ja vor ein paar Monaten das noch mitgeschleppt hast, das Gewicht. Als ich noch ein Fettbauch war. Als du noch ein Fettwanz hattest, ja. Ja, es war sogar noch ein bisschen mehr. Aber war besser verteilt. Das sind wahrscheinlich tatsächlich die Schuhe von Aldi. Ich glaube auch. Sind durchgefallen im Stiftung Wild Boy. Da steht zwar Wanderschuhe, aber ja, Wandern ist ein dehnbarer Begriff. Du kannst auch 2 Kilometer wandern, dann sind die Schuhe gut. Ab 20 ist das schon die Hölle. Du heulst noch rum und ich bin gut drauf. Ja. Das war am Anfang noch andersrum, ne? Hab ich da geheult? Ja. Echt? Was? Sowieso nicht. Nee, nein, ja, die 100, ja. Ich hab mir nur andere Ziele gesteckt. 50 war halt realistisch, 100 eigentlich nicht so. Gib mir mal den zweiten Stock da hier. Alter, hier ist einfach mal übelst die Steigung. So richtig heftig. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir sind kurz vorm Tod. Zumindest fühlt sich das so an. Das ist nicht mehr normal, dass das einige Leute in 2 oder sogar 1 Tag schaffen. Das ist einfach nur unglaublich. Oder, Tim? Oder Tim? Wollen wir das auch mal in einen Tag schaffen? Oh, und jetzt geht's noch steiler. So. Geil, Mann. Das killt komplett. Oh, hier ein Abenteuer. Hier ist ein Baum runtergekommen. Der sieht noch ziemlich fresh aus. Wir sind auch schon gut hoch. Ich schätze mal 700 Meter haben wir bestimmt, ne? Höhenmeter. Wir waren eine ganze Weile auf 600. Ein Schritt nach dem anderen, Alter. Aber hier reißen wir jetzt nochmal richtig. Aber wenn man sagt, wir reißen hier richtig Höhenmeter, das hört sich für den einen oder anderen vielleicht echt lächerlich an, aber für uns ist das ein Riesenabenteuer. Laufen, Alter. Ja. Bestimmt irgendwas angerissen, oder? Bestimmt komplett kaputt. In der nächsten Folge könnt ihr Tim sehen mit einem Bein. Da geht's gerade wieder. Ja, wir haben jetzt heute ab dem Schlafplatz knapp über 10 Kilometer Zeit für eine Pause. Ein bisschen was essen. Lass uns noch zu diesem Torfladen da. Willst du da echt durchziehen? Auf jeden Fall. Das sind noch mal 2 Kilometer. Das ist so. Und dafür gibt's da dann irgendwie eine Cola oder oh, was? Eine Cola. Gönnen wir uns. Leute, eine schöne Cola. Eiskalt. Schöne Spreit. Oh. Die muss einfach so kalt sein, dass man direkt Gehirnfrost kriegt. Einfach mal eine Pause machen, Leute. Wieder einen halben Kilo weniger. Keine Werbung? Nee, Nestle. Mit C und B. Einfach mal sitzen. Boah, hier, Alter. Von Allstars. Eine Clearbar. Ja, von Edeka. Also schmecken tun die Dinger, ne? Was? Peanut Butter Geschmack. Mein Knie, Alter. Kann man das sehen? Zehn Kilometer, dann sind wir auf dem Brocken. Da will ich hin, ich will nur noch da hin. Was da passiert, das werden wir sehen, wenn es weiter ist. Das haben wir knapp über 10 geschafft heute, ne? Ja.
Und Hose öffnen. Scheiß Y-Food, Mann. Ganz wichtig, Hose öffnen bei den Pausen. Damit das Säckchen auch mal ein bisschen frische Luft kriegt. Oh, das ist so schön. Mann, das ist so schön. Es war noch keiner kacken von uns beiden. Nee. Auch aber bei mir, wichtig. Also heute muss ich auf jeden Fall. Ja? Ja, ja, jetzt habe ich noch ein Riegel gegessen, jetzt drückt die Wurst gleich schon wieder ein bisschen mehr. Kommt genau so wieder raus. Ein ganz hartes mit Ding. Mit Nüsse. Ach Leute, ey. Einfach mal machen, sagt er. Ich muss einmal kurz, ich habe seit 5 Kilometern irgendwie kleine Steine im Schuh. Vorhin hat das wieder richtig geknallt im Knie, als das so steil hochging. Hab ich gesagt. Stinken kein Stück. Jetzt mach ich ihn. Ja. Ist gut, ne? Muss mal an meinen riechen. Alles verfault schon. Ist ja abgestorben. Riecht einfach mal so nach toter Haut. Wenn du mich verarschen? Doppelsocken oder zwei Socken übereinander tragen kann eine Lösung zu langfristiger Vermeidung von Blasen an den Füßen sein. Hättest du mal vorher geguckt. Scheiß Google, Junge! Was denn? Wieso sagt er das denn nicht vorher? Am besten drei Paar, wobei das auch vom Wettnatur. Drei Paar Socken? Nein, nicht auf einmal. Alter! Aber soll ich die fetten oder die Merino-Socken anziehen? Das steht da nicht, frag mal Google. Was soll ich jetzt Google fragen? Schreib mal. Einmal Google, soll ich die Merino-Socken anziehen oder nicht? Ich glaube, ich habe eine Blase unter der Blase. Echt? Oh yeah. Musst du nochmal tapen und alles? Da ist schon ein Blasenpflaster drauf. Mehr geht nicht. Ob ich den Brocken schon tracken kann. Oh, jetzt das geht echt nur noch hoch, ne? Hier 800 Meter, Königsberg, oh. 1000 Meter, Scheiße. Der Brocken, da. Ich kann jetzt nicht über Brocken reden. Einfach Brocken, mal der Brocken, den habe ich hier in der Hose. Ja, fast 7 Kilometer sind wir oben. Yeah. Ganz oben. Das wird sieben einfach heftig. 7 Kilometer hat sich für mich an wie, Alter. 7 Kilometer noch und die können mich da oben abholen. Kannst schon mal anrufen. Könnt ihr bitte schon mal kommen? Der macht nicht mehr lange hier. Ich zieh die fetten Socken an. 7 Kilometer hast du gesagt. Das sind doch echte Wollsocken. Ich weiß nicht genau, wie ich von Mutti bekommen, aber die ziehe ich mir jetzt an, die Schweine. Vielleicht können die ein bisschen. 65 Kilometer noch. Dann sind wir einfach komplett durch. Wie viel? 65. Das schaffe ich nicht. Das schaffst du. Wie denn? Ja, mit Stöckern und zwei Paar Socken. Ich kann mein Knie nicht mehr beugen. Da hat es irgendwie zerschossen. Das eben war nochmal der Endboss. Ich quäl mich jetzt irgendwie noch auf den Brocken und dann musst du mir Inliner kaufen und dann fahre ich runter. Vielleicht können wir uns aber da so ein Fahrradliner oder so ein E-Roller. Wird mir ja schon reichen, wenn ich einfach mitkommen kann. Verstehst du? Irgendwie. Hat bestimmt einer vergessen, oben sein Fahrrad abzuschließen. Wir kommen aus Neumünster, Leute. Der hässlichsten, offiziell hässlichsten Stadt Deutschlands. Also ich komme von da. Er ist geflüchtet schon. Kriminell ist sie auch. Hey! Ja! Ja, oh! So eine Scheiße. Ich will mal so einen Käfer sehen, ey. Also nicht nur im Internet, sondern auch mal richtig. Was willst du sehen? Wie so ein Borkenkäfer, vielleicht nicht genau. Ja, es kostet einen Fünfer, wenn du einen isst. Wenn der die Rinde hier isst und die Bäume kaputt macht, dann kann ich auch den Käfer essen. Ja, Auge um Auge. Zahn um Zahn. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, die fetten Wollsocken darüber zu ziehen. Wahrscheinlich. Schreiben die Leute jetzt hier unter, wie dumm ich bin. Aber ich kann sonst nicht mehr laufen. Sonst hat sich das, zwei Socken sich das hier erledigt, Freunde. Sonst ist hier Game Over. Ist es eigentlich schon seit gestern Abend, sage ich euch ganz ehrlich. Aber. Ja, guck mal, und morgen früh sagst du, guck mal, gestern dachte ich, das geht nicht mehr weiter. Und übermorgen sagst du dasselbe. Übermorgen sage ich, siehst du, jetzt haben sie mir die Zehen amputiert. Nur noch Knochen
Du brauchst jetzt nur noch gefühlt 261 Mal jammern und schon sind wir am Ziel. Allein am Ziel. Ich will nur noch auf den Brocken heute. Nee, du musst weiter. Wenn du sagen würdest, wir brauchen einfach einen Tag länger, da will ich es mir noch mal überlegen. Aber ich werde heute keine 30 Kilometer schaffen, Alter. Wir haben jetzt 10 und du siehst doch, wie ich hier rum... Du bist fit. Dafür, dass dein Knie so kaputt ist, wie du sagst, bist du okay. Ich bin fit, aber mein Knie ist nicht fit. Das ist das Problem. Das ist das einzige Problem, Leute. Können wir dir nicht Knieschoner anziehen und du krabbelst dann halt auf einen Tier? So ein Stützding wäre geil. Ich weiß nicht, wie die heißen, Mann. Diese blauen Teile. Bandage. Ja. Das geht immer so weiter hier. Hör doch mal auf! Light is light. Na, 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 na. So Leute, wir sind jetzt hier kurz vor Torfhaus, beziehungsweise da drüben steht's, jetzt sind wir gleich drin. Aber da hinten müssen wir einfach nochmal hoch. Das ist der Brocken. Und das ist einfach, wir sind auf 700 Meter hier jetzt. Und das Ding ist einfach nochmal gefühlt doppelt so hoch. Scheiße, Mann. Und auf dieser kurzen Distanz wird das verdammt steil sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir wollen ja erstmal eine Cola trinken irgendwo hier im Torfhaus, wenn hier was gibt. Mal gucken. So Leute, hier ist wohl... Warte. Hier ist wohl Dead End. Ich muss jetzt einmal ein Statement abgeben hier. Ich glaube, für mich ist jetzt die Reise vorbei. Tatsächlich will ich nicht abbrechen. Aber ich glaube, alles andere wäre einfach dumm. Wäre einfach dumm. Ich habe mich jetzt nochmal hier richtig hochgequält. Jetzt sind wir noch 8 Kilometer vom Brocken entfernt. Kannst du es ja gerne mal filmen da. Ja. Ich will wirklich nicht abbrechen, ne? Ich will dich auch nicht alleine lassen, das ist unser Abenteuer und so, aber Game zieh over. Das rein. So, das jetzt Spiel gucken wir erstmal hier. Ich sage euch erstmal, hier sind Blasen unter. Hier sind miese Blasen unter. Die habt ihr ja schon gesehen. Jetzt guckt euch mal die Scheiße hier an. Das ist jetzt kein Käse hier. Das ist von dem Verbandszeug. Der ganze Zeh ist eine Blase. Könnt ihr das erkennen? Ist das der eklige, wo alles... Nein, noch nee, nicht. Der andere ist der eklige. Ganz genau. Das ist noch nicht der eklige. Hier, das hier. Füße, ne? Guck mal hier, ich zeig das mal mit dem Messer. Am Anfang hatte ich wunderschöne Füße. Jetzt sind sie einfach nur noch räudig, Alter. Das hier ist eine Blase. Und das hier ist eine Blase. Das sind echt mal zwei Blasen ineinander. Und so ich halten. Glaube, wenn ich so weitermache, fällt mir der kleine Zehennagel ab. Das ist nicht so schlimm. Guck mal hier außen nochmal. Guck doch nochmal außen. Da ist auch noch eine. Die ist ja auf. Oh, die ist ja komplett kaputt. Ja. Alter. Also, und jetzt, das war noch nicht mal das Highlight, Leute. Jetzt kommt der eklige Zeh. Guck mal. Einfach eine räudige Zeh, Alter. Kannst du die Beule hier sehen? Das ist eine einzige Blase nee. Hier. Die Beule da, ja, oder? Ja, na klar. Scheiße, du bist komplett im Arsch, Alter. Ja, und ich laufe damit schon den ganzen Tag, Alter. Du bist einfach mal komplett im Arsch, Digga. So, wenn es nur das wäre, ich habe ja noch das Knie. Das so, Knie, hier ja, das ist auch eine Blase. Da, guck mal hier. Und da ist eine Blase. Da war schon längst eine. Das ist das Blasenpflaster jetzt. Und jetzt geht's ab. So, Leute. Das ist Mr. C. Zieht euch das mal rein. Ekelhaft, Alter. Ekelhaft. Und guck mal, das ist hier, das... Das hier ist Blase, das da ist Blase und au, das ist auch Blase. Da ist alles Blase. So ein ekelhafter Hund. Guck mal, wie das aussieht, Alter. Guck mal, gib mir mal die Cam. Die Leute kotzen, wenn sie das sehen, aber das gehört dazu. Das ist nicht alles immer nur. Guck mal. Ich kann so nicht weitermachen, Mann. Das tut mir richtig leid. Aber das ist einfach dumm, wenn ich das jetzt mache. Ich will unbedingt auf den Brocken, Mann. Ich sag, man kann den schon sehen wir hier. Wir sind so weit gekommen. Hast du noch mal eine Nadel? Dann machen wir das hier noch mal. Zum Glück habe ich 10 Stück für dich mitgenommen. Wenn ich jetzt die Blase aufmache und das abziehe, ne, dann ist der ganze Zeh geschält, Leute. Und das geht nicht. Ist das beschissen, Alter. Wir hatten heute Morgen überlegt, dass ich einfach in der Hütte bleibe und Outdoor mache, bis Seidler wiederkommt und mich abholt. Aber ich kann einfach gar nicht mehr laufen, Alter. Sei mal ehrlich jetzt ohne Scheiße, ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie bla und ich bin so toller Hecht und so. Aber ich habe mich heute nur gequält, sei ehrlich. Mit dem scheiß Knie und den Dingern. Willst du das aufnehmen?
du das auch darf man das auf YouTube zeigen? Ja. Die Leute kotzen. Das ist mit so einem Video, mit Warnhinweis. Dann gucken wir mal, ob wir noch was retten können jetzt. Guck mal, der sieht noch total fit aus. Na gut, der eiert auch ein bisschen. Der hat aber auch alles dabei. Koffer tut man. Soll das von hier oder von oben machen? Aber weh, der spritzt jetzt hier in die Kamera, Alter. Oh, ekelhaft, Mann. Rein da, komm, drück. Alter, was soll ich machen, Alter? Die Nadel will da nicht rein. Warte. Scheiße. Guckt euch, guck mal, wie das in der Sonne, wie so ein, das Bern, wie so ein Bernstein, da, Alter. Das Licht, ja. Oh, das ist einfach mal hart, richtig hart. Jetzt. Hui. Ey, habt ihr das schon? Ah, guck mal, die Suppe da läuft, Alter. Du Heutiger, ey. Einfach mal richtig ekelhaft. Ich hoffe, ich krieg das nicht. Ja. Moin! Könnt ihr mir sagen, wo der Beach mit seinem Truppe heute ist? Nee. Wir sind solo unterwegs hier. Ja, wir sind ja mit dem Bus unterwegs. Ich kenne die nicht, keine Ahnung. Könnt ja sein. Ja, Mann, nix. Schönen Tag dir noch. Wer ist denn der Pete mit seiner Truppe? Woher sollen wir das denn wissen? Wir kommen mal von ganz woanders. Aber guck mal, wenn die, jetzt sieht das gar nicht mehr so schlimm aus. Also ich finde, wenn die alle auf sind und die erstmal... Das sieht sind, nicht mehr so schlimm aus. Ja. Wenn geht. Da sich jetzt die Kacke abschält, guck mal. Blasenpflaster guck mal. Auf und weiter. Hör auf, da rumzuwackeln, Alter. Das ist das nicht ist mehr, wenn das abgeht, ne? Zieh das ab, Mann, komm. Abziehen und ein Pflaster rauf. Das ist wie eine zweite Haut, das Blasenpflaster. Ist das schon offen hier? Guck mal, das ist alles nur so ein Sack hier. Wie heißt der eine noch, der hier Legionär war? Thomas Gass, der wird jetzt lachen. Der wird jetzt einfach drüber lachen. Er wird sich den Zeh abhacken und weiterlaufen. So ein Ding ist das nämlich. Boah. Zum Glück haben wir uns nicht Wild Boys genannt, sondern nur die Wild Boys. Echt mal, so wild sind wir gar nicht, ey. Noob Boys wäre besser gewesen. Guck mal, das ist nur noch... Das ist alles lose, Leute. Das kann nicht mehr, guck mal. Ja. Ich kann jetzt auch nicht, das wird noch ein bisschen dauern hier mit den Blasen. Ihr habt das ja gesehen, wie räudig das aussieht. Ich weiß aber auch gar nicht, wo ich hin muss. Das müssen wir gleich nochmal abklären, bitte. Ja, das muss. Tim muss das gleich nochmal abklären. So ist das. Boah, guck mal hier. Das kann jeden treffen. So, Leute, ich bin offiziell raus. Hat Spaß gemacht, war richtig geil. Ich wäre total gerne dabei gewesen. Ich wollte es einfach nur noch auf den Brocken schaffen. Aber das ist nicht mehr drin. Was soll ich machen? Alles andere wäre jetzt dumm. Bin kurz davor, dass mir die Fußnägel abfallen. Ja, das ist echt übel, echt Alter. Aus. Das wollen wir nicht riskieren. Ich werde aber weiter filmen hier. Das sieht ja sowieso auf YouTube. Ich werde das aber mit dem Handy machen. Das ist ein bisschen beschissene Dings. Ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt hier wegkommen soll. Ich bin hier irgendwo um nirgendwo. Ich kenne mich hier 0,0 aus. Wir sind hier in Torfhaus, Alter. Was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich mach das Ding jetzt noch weiter. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich muss jetzt zum Startpunkt vom Hexensteg, richtig? Osterode. Ja, ja. Okay, alles klar. Da musst du. Handyschlüssel, Portemonnaie. Ich habe deinen Autoschlüssel. Du hast die Powerbank. Er wird das Ding alleine rocken. Das ist so krass, das Alter. Das ist einfach nochmal über 60 Kilometer. Ich rufe dich heute Abend nochmal an. Und das regnet gleich. Das gibt gleich noch richtig Regen. Ich rufe dich heute Abend nochmal an. Sag dir, wie weit ich gekommen bin. Ich habe alles dabei. Zur Not bin ich auch irgendwo draußen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, mein Freund. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja? Ohne Scheiß, Hau Mann. Hau rein. Hau rein. Leb wohl. Scheiße, Mann. Es tut mir so leid, Alter. Da geht er. Aber mir tut alles weh. Da geht er. Leb wohl. Ne? Ja. Du packst das, Alter. Du bist so krass, Alter. Ich bin jetzt offiziell alleine unterwegs. Seidler ist nicht mehr da. Mein Knie tut weh wie Sau, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, ich habe echt gedacht, ich schaff's wenigstens noch auf den Brocken, aber das wäre einfach nur dumm, ey. Ich hab euch das ja eben schon erzählt. Ihr habt die 10 Videos gesehen. Sorry für den widerlichen Content.
Ich bin hier jetzt irgendwo und irgendwo muss jetzt hier wegkommen, Alter. Ich nehme euch mit auf die Reise. Das ist so krass, Alter. Da geht alleine los! Du bist der Heftigste, Alter. Wenn du das hier siehst, Mann, du bist der Geilste, ey. Ohne Scheiß, Mann. So ist das, Leute. Ich habe ihm die Powerbank übergeben. Einfach nur crazy, Alter. Ich gehe hier wie eine Ente, Mann. Mir tut alles weh. Ich hoffe, das war euch nicht zu viel rumgeheule. Seidler macht das schon. Krass, ey. Wer hätte das gedacht? Aber so ist das manchmal, Leute. Zumindest bis an die Grenzen. Und noch ein Stück weiter. Aber jetzt, wenn ich jetzt noch da weitergehe, dann muss mich da wirklich ein Heli abholen. Und das wäre einfach richtig behämmert. Da vorne ist eine Bushaltestelle. Da gehe ich jetzt mal hin. Sieht man die? Wo ist die denn? Keine Ahnung. Da. Oh shit. So. Bis später. Ich halte euch, ich mache nochmal ein Video, wenn ich im Bus sitze. Ich laufe hier rum mit dem Tobi. Da wäre es gewesen, Leute. Da hätte ich heute noch hingemusst. Aber mit den Füßen und dann da oben, das wäre dumm gewesen. Aber der andere Wildboy, Leute, der zieht das für uns durch. Der zieht das für uns durch. Da lasse ich mir noch mal was ganz Feines einfallen. Für den guten Mann. Ich stehe jetzt hier an der Bushaltestelle. Und dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Irgendwo auf 800 Metern hänge ich hier rum. Geil, jetzt irgendwie wieder nach Hause kommen. Ich bin auch nicht enttäuscht oder so, Leute. Das war einfach ein Experiment. So, Leute. Ich sitze jetzt im Zug nach Bad Harzburg. Dann gucken wir, wie es dann weitergeht. Wird schon. So, Leute. Wir sind jetzt im Dead Forest. Jetzt mal richtig tot. Tim ist bestimmt schon im Taxi. Und ich habe noch circa 5 Kilometer zum Brocken hoch. Mal gucken, wie das wird, ob ich noch weitermachen kann morgen. Oder sogar noch 2 Tage, dass ich die 100 voll kriege. Schauen wir mal. Jetzt in Salzgitter. Jetzt muss ich irgendwie nach Osterode kommen, Leute. Keine Ahnung. Die Reise geht weiter. So eine Scheiße, nur wegen den Füßen. Aber so ist das. Ne? Kann auch mal in die Hose gehen. Wie Dünnpfiff. Wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber ich sag's trotzdem. So, ich muss jetzt hier erstmal gucken. Ich kann einfach nicht mehr laufen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ey. So ist das. So ist das. Die Leute glotzen mich hier an, weil ich hier irgendein scheiß Videos mache. Aber so ist das. So, Leute. Es geht weiter. Es geht weiter. Da müssen wir hin. Ich weiß nicht, ob Mitte oder Lage, keine Ahnung. Wenn ich da bin, muss ich das Auto noch finden. Startpunkt. So ist das, wenn man zu doof ist, die richtigen Schuhe zu kaufen. Ich glaube, das ist jetzt hier der Weg, der mich zum Brocken bringt. Und den Weg muss ich auch ganz wieder runter. Weil die eigentliche Route liegt hinter mir. Aber den Brocken nimmt man einfach nochmal mit, wenn man schon mal hier ist. Ja. Ich kann einfach nicht mehr laufen. Füßen sind voller Blasen. Und das Knie ist im Arsch. Aber es kommt dann mal raus, wenn man irgendwelche Billigschuhe von Aldi kauft. Aber genau das sollte ja der große Test gewesen sein. Ist das wirklich alles so, wie das ist oder nicht? Ja, die guten Schuhe, 150 Euro oder so, keine Ahnung. Und ich habe billig Aldi-Schuhe. Da seht ihr mal, was dabei rauskommt. So eine Scheiße. Ich sitze jetzt hier im Zug und er ist oben auf dem Brocken. Das werdet ihr, habt ihr alle schon gesehen. Richtig behämmert, Leute. Aber was willst du machen? Habe ich mir nicht ausgesucht. Aber so ist das jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich hier reingucken soll. Oh, Mountain! Ja,
Schauen wir mal, wie die Reise weitergeht. Zum Scheiß. So wie das aussieht, habe ich gelogen eben. Diese Steinstraße muss ich wahrscheinlich nicht zurück. Ich denke mal, das geht da vorne gleich erst links hoch. Und da muss ich wieder zurück. Sieht man das schon? Da ist er. Ja. Da muss ich hoch. Und heute noch wieder runter. Aber einfach nur eine Cola, Mann. Ich muss auf was trinken. Ich schwitze mehr aus, als ich Wasser reinkriege. Das ist Wahnsinn. Ich habe locker 1 Liter Arschwasser in den Schlubber. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist einfach alles nass. Boah, ich sehe bestimmt mega scheiße aus. Ich hoffe, ihr könnt euch dran gewöhnen. Und wenn nicht, schaltet einfach ab. Aber so sieht das nun mal aus, wenn man im Hexensteg läuft. Ich glaube nicht, dass hier einer noch normal aussieht, wenn der hier lang läuft. Ich hoffe, ich kriege nachher noch eine Hütte und muss nicht draußen im Wald schlafen. Ich hoffe, das regnet nicht. Boah, so ein Bett wäre auch schon geil, oder? Meine Ohren gehen zu. Scheiße. Aber ganz komisch. Ich glaube, das ist die Höhe jetzt hier. Fühlt sich eher an, als wenn mein Trommelfell kaputt ist. Das hatte ich schon mal. Mal gucken. Vielleicht platzt mir oben ja das Trommelfell. Ich als Stadtkind bin das gar nicht gewöhnt. Ich gehöre wahrscheinlich nicht mal in die Berge. Wie verdammt hoch das schon ist. Wahnsinn. Und andere Leute laufen mal eben 3000, 4000 Meter hoch. Das ist krank. Das ist absolut geisteskrank. Ich kann mir auch echt nicht vorstellen, dass das irgendjemandem hier Spaß macht. Das macht kein Stück Spaß. Oh, hier ist ein Rohr. Da kann man sich doch bestimmt reinlegen zum Schlafen, oder? Was meint ihr? Oh, das geht einmal durch. Da ist genug Platz drin für mich. Aber da geht's. Das ist ein endloser Weg hier. Da sind die Schienen. Vielleicht fährt ja noch mal die Bahn hier lang. Ach nee, die streiken ja wahrscheinlich wieder. Ja. So, kleines Statement nochmal. Bin jetzt in Osterode angekommen. Endlich. Muss jetzt aber noch eine halbe Stunde latschen. Und ich war gerade im Zug drinne. Hab mich so geärgert, dass ich abgebrochen habe. Ich denk, meine Güte, ey. Hättest du doch durchgezogen und so. Ich schwör euch, ich habe bis zum letzten durchgehalten. Jetzt, wo ich ausgestiegen bin und hier am Latschen bin, merke ich auch wieder, dass das auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Bei jedem Schritt zieht mir das Knie und ich kann einfach nicht mehr laufen, Leute. Die Füße sind im Arsch. Also seid mir bitte nicht böse, ich halte euch auf dem Laufenden hier bisher. Ich hoffe, Chris zieht das durch, das wäre umso geiler. Oh, fuck, Alter. Das zieht unter der Kniescheibe wie verrückt. Da vorne kommen Leute. Ich mache jetzt Stopp. Wir sehen uns gleich am Auto. Die Sau ist jetzt am Auto angekommen. Das war der absolute Höllenmarsch, Leute. Echt, das. Meine Füße waren noch nie so kaputt. Auto ist da. Jetzt fahren wir noch eine Stunde. Echt, das ist, Leute. Ich werde euch nochmal ein ausführliches Video meiner Füße zeigen. Und dann könnt ihr selber urteilen. Ich kacke. Oh, meine anderen Schuhe. Und wir werden nochmal. Ich habe nur noch 4%. Ich muss mich hier beeilen. Und diese Schuhe hier, da denke ich mir nochmal was aus. Die werden wir zusammen zerschreddern oder irgendwas. Ich ziehe jetzt erstmal wieder meine wunderschön eingelaufenen Mistlatschen an. Leute, ich bin durch. Ich fahre jetzt nach Thale und dann werde ich da pennen im Auto. Das war jetzt nochmal der Höllenmarsch von 35 Minuten, 25, was weiß ich, keine Ahnung. Mir ist unterwegs noch eine Blase geplatzt. Tut mir leid, dass ich so reingeschissen habe. So habe ich mir das auch nicht vorgestellt.
Aber so ist das jetzt. Was willst du machen? So, bis später. Ich bin immer noch nicht da. Jetzt kommt nur noch Straße. Das geht einfach immer höher. Ich weiß nicht, wo das Ende kommt. Das Scheiße ist einfach mal schlanglinig. Oh mein Gott. Ich schätze mal noch eine Viertelstunde laufen müsste ich da sein. Ich bin da. Ich hoffe nicht zu spät, weil ich noch eine Cola will. Ich bin den ganzen Scheißweg hochgelaufen, um mir eine Cola abzuholen. Ja, ich hab's geschafft. Hier oben gibt's auch einfach mal Toiletten. Vielleicht ist das auch. Was ist das denn nicht, Alter? Vielleicht ist das sogar die Pisse, die ich trinke unten aus dem Bach. Wenn die von hier oben runterläuft. Krass, Mann. Mal gucken, weil ich hab Durst. Einfach mein Ziel. Ist das geil, Mann. Ich muss aber noch ein bisschen runter. Wieder mein Lager aufschlagen. Und kalt ist das hier. Arschkalt. Richtig kalt, Mann. Aber geil. Richtig geil, Mann. Ich habe gerade einen halben Liter Cola gesoffen. Ich bin mega happy. Dann wollte ich den halben Liter wieder loswerden und die wollten tatsächlich einen Euro haben von mir. Nur scheiße ist, dass ich keinen Euro dabei habe. Mann, jetzt darf ich die ganzen halben Liter wieder runterschleppen. So eine Scheiße. Aber egal. Egal, Mann. Ab jetzt geht's nur noch bergab. Nur noch bergab. Nächstes Mal packe ich mir ein paar Rollschuhe ein. Manchmal muss man auch ein bisschen Ballast abwerfen. Oh Mann, ich sollte mehr trinken. Geld ist nicht gut. So, wieder weiter unten vom Brocken runter. Aber hier ist nur Asphalt. Nur Asphalt. Bei mir ist auch gleich Schluss. Also nicht komplett Abbruch, aber ich merke das jetzt auch in den Füßen. Und die Wade, rechte Wade. Ich muss mir gleich irgendwo einen Schlafplatz suchen. Mal gucken, ob ich hier gleich irgendwo reingehe. Hütte wäre ja auch geil. Die letzte Nacht war ein Traum. Ich bin jetzt bei Kilometer 23 von heute. Ich wollte die 30 voll machen, aber das glaube ich ist unrealistisch. Ich werde wohl gleich noch ein, zwei laufen und dann gucken. So, da ist er wieder. Eigentlich müsste ich jetzt am anderen Auto sein, so wie ich gesagt habe. Aber ich konnte das einfach nicht auf mir sitzen lassen, Leute. Echt nicht. Ich weiß, dass Chris heute draußen pennen muss. Deswegen penne ich heute auch draußen. Ich bin hier die Landstraße längs gedüst. Und die ganze Zeit gedacht, Mann, scheiße, Alter. Du kannst doch nicht abkacken und so. Dann kann ich halt den Kackweg nicht mehr laufen. Weil ich nicht mehr laufen kann. Aber ich penne auch draußen. Ich kann meinen Bro nicht alleine lassen. Wollte ich fast sagen. Wenn er draußen pennen muss, muss ich auch draußen pennen. Sieht alles nicht so geil aus.
Musst du mich ein bisschen beeilen, weil die Sonne gleich untergeht. Kann man das sehen da hinten? Sieht man nicht, ne? Irgendwo da ist Chris gerade unterwegs. Und ich hänge hier rum, Leute. Kann hier mal reinleuchten. Es sieht quasi genauso aus wie gestern. Sieht man jetzt nicht so gut. Hängematte, Schlafsack, ist alles drin. Ja. Das musste jetzt einfach sein. Sonst hätte ich heute Nacht nicht ruhig schlafen können. Das kann ich jetzt wahrscheinlich auch nicht. Aber drauf geschissen. Ich gehe gleich ins Bett. So, aber vorher gucken wir uns noch mal die Blasen an. So, Leute. Ich bin fertig mit dem Lack. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt 23 Kilometer gemacht. Ich bin jetzt hier einfach irgendwo rein in den Wald. Ich habe jetzt ein kleines Plätzchen gefunden und werde jetzt mein Lager mal aufbauen. Wollen wir mal gucken. Oha. So. Dann gucken wir doch mal. Habt ihr Bock? Ich nicht. Tut alles weh. Au, au, au. Aber erstmal jetzt. Fuck, ey. Boah, das geht gar nicht hier, ey. Wenn ich jetzt die Pflaster abmache, ne? Reißen die ganzen Blasen. Ah, jetzt ist genau das, was ich gerade sagen wollte, ist jetzt passiert. Sieht man den Sifter? Guck mal. Sieht man nicht, ne? Scheiße. Man sieht es nicht. Da ist jetzt die Blase aufgegangen. Boys and Girls. Oh, Kacke. Oh, da ist immer noch ein Blasenpflaster drauf. Kriegen wir das denn jetzt ab? Kann man das sehen? Das sifft alles auf, Mann. Das ist alles. Seht ihr das? Da ist ein Schwimmbad drin. Könnt ihr das sehen? Ich Idiot habe auch echt die Frontkamera. Oh, Scheiße! Ach du grüne Neune. Ach du Scheiße. Könnt ihr das sehen? Boah, was ist das, ey? Alter. Ist besser, dass ich nicht auf den Brocken gelaufen bin, oder? Das ist doch richtig scheiße. Hallo, wer wohnt denn da in der Höhle? David, der Kabautermann. Kommen Sie bitte raus. So, wieder zugeklebt. So. Muss mich auch beeilen. Gleich geht das Licht aus. Hier wird das auch alles mit abreißen. Aber ich muss die Kacke jetzt abmachen. Da muss Luft ran. Ja, ja, ja. Jetzt nochmal schöne Fuß schneiden. Ich habe wirklich bis zum letzten alles gemacht, Leute. Ich hoffe, das seht ihr jetzt hier auch. So, jetzt ziehen wir den Deckel mal ab. Yeah. Oh. Papier ab. Klebt alles dran. Boah, Scheiße. Das war alles eine Blase, Jungs und Mädchen. Ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht zu widerlich, ne? Aber das muss ja gezeigt werden. Das ist nicht immer alles nur, yeah, draußen zelten. Lass mal 100 Kilometer laufen. So war der Plan. Aber das haut nicht hin. Das ist alles nur noch so, da. Alles nur noch so eine Sackhaut. Ist doch egal, wir keine Sau sehen. Das ist schon widerlich genug, was gerade passiert ist. So, jetzt geht's weiter. Die nächste. Mal gucken, was sich hinter Tor Nummer 3 verbirgt. Oh, Scheiße, ich sehe schon. Ich weiß nicht, wie ich hier morgen abhauen soll. Ich fahr barfuß. Ich dachte, das wäre ein Blasenpflaster. Das ist aber kein Blasenpflaster. Oh, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Guckt euch das an. Ist das beschissen, Alter?
Ich hätte nicht mehr weitermachen sollen, Leute. Das lasse ich heute erstmal alles so, wie es ist. Und das war nur ein Fuß, Leute. Oh, weiter geht's. Oh, Alter, das habe ich auch nicht erwartet. So hat sich's angefühlt, aber das habe ich nicht erwartet, Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. Aua. Alter, diese verkackten Blasenpflaster, ne? Sollte man die abziehen überhaupt? Yo, das sieht doch geil aus. Da haben wir den Salat. Yippie, zwischen den Zähnen. Da ist auch eine. Oh, Backe, Alter. Kauft euch niemals Wanderschuhe bei Aldi. Das ist das abartigste Video, glaube ich, aller Zeiten. Das wäre so ein richtiger Scheiß für Rotten.com. Damit bin ich vorhin noch die halbe Stunde gelaufen. Ich wollte wirklich nicht wehleidig klingen, aber... Oh, das ist alles nur eine Blase. Das ist alles nur eine Blase. Oh, oh, und das tut richtig weh. Oh. Ich hatte wunderschöne Füße, bevor ich losgegangen bin. Ich sag's euch. Jetzt nochmal das Tor 3. Ich habe so ein Gefühl, als würde da der Zonk hintersetzen. Oh, und ihr? Schubidubidu. Oh, alles gut, Leute. Das ist natürlich alles eine Blase hier hinten. Schibidibidibibi. Ist wie auf der anderen Seite. Aber das hier, Leute. Das ist absolut abartig. Oh, das muss jetzt bis morgen erstmal anknospern wieder. Uah, ich kann hier gar nicht sitzen. Scheiße. Ich werde jetzt was essen und dann peace out, der Blasenman. Bubble Team. Bubble Team, haut rein. So Leute, wir wollen auch nichts verheimlichen. Guckt euch mal diese scheiß Schilder an. Das kommt dabei raus, wenn man immer nur YouTube guckt. Und nicht selber mal rausgeht. Aber hier ist echt schlimm. Hier ist kaum Befestigungsmöglichkeiten, irgendwie überall Holz. Ich werde da jetzt reingehen und irgendwie versuchen zu pennen. Und hoffe, das regnet nicht. Wir sehen uns dann morgen früh. Jetzt gibt es noch ein bisschen was zu essen. Ich sitze hier, die Füße sind hochgelegt. Widerlich jetzt, ne? Für euch, schön nach den ekelhaften Fußvideos, sitze ich jetzt hier und esse mir was. Aber ich habe Hunger. Ich kann mir auch keine Socken anziehen. Ich habe Eisfüße. Ich dachte, ich erzähle noch ein bisschen. Ich habe echt gekackt. Oh, das war nicht schlau. Jetzt kommen ja alle Arme, die Viecher. Ich habe gekämpft bis zum Schluss, Leute. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Hau mir noch mal eine Bifi rein. Dann scheiß fresse ich eigentlich nie. Da sind nämlich nur Hühnerhälse und Pferdenippel drin. Und Kuhaugen. Schweinkram! Schlanke Brot. Und Butter. Schmeckt wie Salami-Brötchen. Geil. Scheiße, dass ich abbrechen musste. Ich wäre jetzt gern bei dem anderen Dude. Ich habe gesehen, der hockt richtig in der Scheiße. Als ich vorhin noch zu dem Parkplatz laufen musste, Game over. Einfach Game over. Aber ich war so genervt und wollte das nicht auf mir sitzen lassen, dass ich jetzt hier nochmal hingefahren bin. Getrocknete Tomato, Alter. Echt widerlich mit der Butter, ne? Aber ich will nicht das Messer nehmen, womit ich mir eben die Blasen aufgepikst habe. Das will ich richtig widerlich finden. Ich sitze jetzt hier einfach, guck mir den Sonnenuntergang an, gehe ich gleich in mein Zelt rein. Und ist das so. Ich habe Chris einen Unterschlupf gesehen. Das war in der Tat gar nicht mal so geil. Aber ob wir da jetzt zu zweit pennen oder alleine, richtig geil aus hier mit den Bergen. Ich dachte, die wäre verschimmelt. Aber ist sie nicht. Ich habe nirgendwo gespart, außer an den Schuhen. Wie dumm. Aber das war auch das Experiment. Kann man mit 20 Euro Aldi latschen, 100 Kilometer Hexenstieg laufen. Einem Anschein? Nein. Ich muss gerade sagen, die Dinger verbrennen wir nochmal. Aber wir sind ja die Wild Boys. Klimaneutral und so. Hoffentlich kommt ja heute keiner und nervt mich. Hoffentlich überfährt mich morgen kein Mähdrescher oder so.
Ja, ich habe nichts mehr zu sagen, Leute. Tut mir leid. Ansonsten, liebe Kinder, abschalten. Ha! Bis morgen, ihr kleinen Sträucher.